Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Hard Truck Apocalypse. Wir waren zuletzt hier in Aterra gewesen. Aterrena, wie ist das Ding nochmal? Aeterna, okay. Und wir haben jetzt die Quest, dass wir... Wo ist er denn? Dass wir den da beschützen sollen. Weil er mit Jaro, wir hin müssen oder hin wollen, eine Handelsroute aufbauen möchte. Und ich hoffe, der ist so intelligent genug und kommt da auch an und fährt nachher nicht stundenlang hin und her. Und da es eine Nebenquest ist, können wir die dann getrost dann wieder abhaken. Aber so ein bisschen Geld zwischendurch wollte ich mal eben haben. Weil wir sollen ja jetzt immer noch diesen Axel suchen, diesen Axel. Axel Foley. Und da ist es ja schon. Tut mir gefallen. Jetzt halt bitte nicht 2 Meter vom Ziel an, fein und zurück. Weil hier müssten wir ja hin. So lautet auch eine andere Nebenquest, die wir haben. Karawane ausgeführt. Und jetzt kommt noch die andere Quest, die wir haben. Das Paket haben wir abgeliefert. Haben wir dann, oh, 12.000. Sprengwaffen haben wir nicht. Wir haben eine normale... Energiewaffe haben wir auch nicht. Kanone haben wir auch nicht. Erhöhter Schaden für Kanonen haben wir auch nicht. Sprengwaffen haben wir nicht. Drehmoment haben wir auch nicht. Aber wir könnten ein bisschen Dings gebrauchen. Mal gucken, gibt es irgendeine Quest hier? Neuigkeiten? Nein, alles in Ordnung. Okay. Hauptquest ist Archäologen helfen, nein, Axel finden. Zuerst mal den Weg finden, den Gegen finden, Axel lebt, nach entscheide ich, was ich mit ihm machen werde. Okay, wir müssen nach Asgard. Erinnert mich so an Stargate, an den Asgards. ja, machen wir weiter. So, speichern. Weiter nach Axel. Oh. Jetzt rennen wir nicht in die Karre. Aterra sind... ich sage immer Aterra, warum auch immer. Boah, davon ab, ich sehe die Quest nicht. Da oben. So, dann können wir die Straße auch direkt... Warte mal, ich setze den Punkt mal eben hier hin. Obwohl, können wir nicht? Warte mal, was ist das denn hier? Nur eine einfache Tankstelle. Ich helfe mal kurz mit Wegmarken. So, auf geht's. Nee, okay, ich dachte schon, der parkt wieder irgendwas. Ach, hier sind wir, alles klar. Also, mir gefällt die Gegend hier, besonders hier das Grüne. Hier könnte man sich niederlassen, später mal. Wenn das funktioniert. Könnte man auch da oben lang fahren. Ich fahre jetzt hier unten lang und dann hier zur Tankstelle erstmal da hinten. Sieht man die schon? Wow. So, dass man sich dann noch zur Not reparieren kann. Jetzt ist er nicht. So, wir fahren so rum. Da ist die Brücke. Okay. Wie gesagt, hier waren wir, also zumindest ich, wo ich damals den anderen Storyverlauf gespielt hatte, waren einige Quests zuerst gewesen. Deswegen da habe ich mir schon gedacht, neue Korngrasse kommt so bekannt vor. Und das mit der Kuppel da oben auch, wo die Technos drin sind. Das ist nicht kartografiert, aber will ich jetzt auch nicht langfahren. Da kommt eben noch später noch genug Gelegenheiten, hier nochmal rumzudüsen. Die
Tankstelle müsste da sein. Und fahren jetzt... Ach nee, ne? Warte mal. Das ist ein Hunter ohne was drauf. Ein Hunter ohne Geweih, wow. So gefallen die mir immer. Ja, du bist einer, du bist ein Bandit. Hör mal, du kaufst den Hunter, aber hast nicht genug Geld, um die Waffen zu kaufen. Also, das ist unglaublich. Wärst du mal beim Fighter oder so geblieben. Ja, so gefallen mir die Hunter. So nicht anders. Wie gesagt, ich mag das Spiel. Hat zwar das etwas langweilige ist, hier das durch die Gegend fahren und dann hin und her kreuz und quer und so. Kann man hier was verkaufen? Nee, aber reparieren. Mehr hat er auch nicht, okay. Wow, ist er schon dunkel geworden. Warte mal, dann fahren wir mal hier lang. Aber dass Nacht ist, können die Banditen hier sich leichter anpirschen. Ja, ich würde mal gerne da runterfahren. Aber wo runterfahren? Ja, Querfeldeinpassagen. Sind auch ganz gut bei mir beliebt. Nicht nur bei der KI. Weil hier hat man wirklich einen guten Überblick. Also hier könnte man eine schöne Falle vorbereiten, wenn hier dann so ein Konvoi kommt. Ein Ural. Ach nee, ne? Ui, ui, ui. Jetzt kommt schon die Urals. Hilfe! Houston, wir haben ein Ural. Apropos Ural. Ui, 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 ui. Mal auf den Fall. Der hat sogar zwei Waffen. Oh, schnell weg hier. Ui, ui, ui. Jetzt bestreicht er uns ein bisschen. Den will ich haben. Das ist mein nächstes Ziel. Ich erzähle was von Hinterhalt, plötzlich kommt ein Ural aufgetaucht. Huiuiuiuiui. Was habe ich gesagt? Wo war die Tankstelle? Und ich habe mal nicht gespeichert. Ui, schneller weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Fuck. Leg dich nie mit Ural an, wenn du ihn nicht hast. Wo war die Tankstelle nochmal? Wir fahren mal eben dahin. Weil ich fahre nicht weiter ohne meinen Anwalt. Ural ist so geil. 2000 Panzerung. Müsste Midgard hier wieder sein, ne? Ja.
Kann ich mir einen Zwischenstopp einlegen? Ural, hör mal, und damit zwei Waffen. Gucken, ob die vielleicht einen Ural für uns haben. Ja, Ural, also es ist geil. Midgard, da sind wir wieder. Warte mal, habt ihr irgendwas Metall? Uah, ja. Wie gesagt, schade, dass man Metallschrott nicht selbst benutzen kann. Zack. So, 14.000 haben wir. Lass mal gucken. Hast du Ural für mich? Nee, leider nicht. Da müssen wir woanders gucken. Barmann, irgendwelche Quests? Wir stimmen mal zu. Hier ist nichts, okay. Aber wir speichern trotzdem mal wieder. Okay, ja, hatten wir. Wieder jetzt unter Mike 1. Weil falls irgendwie ein Spielstand verbuggt wird, damit wir noch ein paar auf Reserve haben. So, natürlich kommt wieder kein Gegner. Deswegen habe ich es angenommen. Ich weiß, dass wir ganz dicht dran waren bei Vaterland. Aber echt, da kommen die jetzt schon mit einem Ural angepflanzt. Ey, auch nicht schlecht. Dann noch lieber den Hunter. Wow. Genau, und diesen Excel-Terroristengruppe, die sollen wir ja auslöschen, aber da bräuchte ich wirklich einen besseren Wagen, bevor wir uns an diese Hauptquest dann ranwagen. Wieder nach Vaterland zurück. Weil da hätten wir auch dann, das wäre die eigentliche Quest dann auch in dem Spiel ohne Alice gewesen, dass man erst nach Ritzen, danach hier nach Vaterland fährt. Ja, ich muss mich ja bewegen. Und ich weiß nicht, ob sich dann später dann im Verlauf des Spiels dann die Quests wieder vereinen, die Hauptstränge. So, ich speichere mal eben. Fati, jawohl. Also 7 Minuten machen wir noch, dann machen wir eben Schluss. Ja, es gewittert wieder ein Vaterländchen. Hä? Moment mal, wo geht denn der blaue Fa... Ah ja, Nervpunkt, ich erinnere mich. Das war doch, warte mal, Lust? Ja. Ah, jetzt kommen wir von hier oben, okay. Was ist denn das da oben? Ein rotes Haus. Ich würde sagen, dann fahren wir wieder nach Pest erstmal. Und hier ist die Tankstelle. Das kennen wir ja schon. Hier haben wir uns ja in Lore erarbeitet. So, ich versuche jetzt echt alle Kämpfe erstmal auszuweichen. Was ist denn das, wenn ein Ural wieder mit drin ist? Nicht ein Ural, ein Ural. Eieiei. Das Chassis möchte ich jetzt als nächstes haben. Bist du eine Stadt? Ist ja nicht gleich die verlorene Stadt wieder? Nur die Stadt ist eine Tankstelle, okay. Das war der Plan gewesen, dass es zumindest wieder morgen wird. Ja, ist die verlorene Stadt, genau. Wenn du ein Ural bist, ein Hunter, bleib da. Du bist mir zwar lieber als ein Hunter, weil du eine schwächere Panzer, als ein Ural, weil du eine schwächere Panzerung hast, aber deine Raketen flößen mir Angst ein. Und die Bäume davon auch. So, mal eben looten und dann...
Was mich jetzt interessieren tut? Axel finden? Okay, das geht nicht. Also die Quest ist aus irgendeinem Grund verbuggt worden, als wir an der Tankstelle damals waren. Ja, ach so, wir kommen von da unten. Ich dachte, wir kommen... Ich fahre trotzdem erst nach Pest, weil ich da sehen will, ob man dann Oral kriegt. Wahrscheinlich nicht. Die werden sich freuen. Dann mal geben wir den Lorry deine Zahlung wieder. Dann fahren wir dahin, gucken nach. Ah, da. Kommt mal mit, Leute. Natürlich eine Barrikade. Wie soll es auch anders sein? Kommt mal mit. Put, 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 put. Kommt. Schade, dass man hier die Skills nicht erhöht, wenn man hier die Dinge abschießt. So wie Zielsicherheit, Treffsicherheit, was weiß ich. Hätte man hier auch noch einbauen können. Ja, ich vergaß. Wenn wir näher dran sind am Lorry, dann... Er schießt die Waffe nicht. Einmal rein in den Kameraden. Lange nicht mehr hier gewesen. Ja, da geht's nach Lost runter. Wir gucken, ob wir ein bisschen Handel treiben. Lange nicht mehr hier gewesen. Metallschrott. Ich würde jetzt gerne einen Ural kaufen, bitte. Na, die ist noch da. Ah, der Hammer. Das wäre echt der Hammer, Hammer. Springwaffen haben wir nicht. Ah, die haben keine Autos mehr. Okay. Wow, ein Thorn. Der ist ja... Kostet 12.000? Ja. Handy, geh aus. Ach, ich hasse es. Oder eine Box. Warte mal, ich will mal was gucken. Da kann man eine größere Waffe dran montieren. Wir haben mehr Platz, aber das mache ich jetzt nicht. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Das ist meine Mutter, ich weiß. Aber die können sich nicht entscheiden, wieder rufen sie an oder schicken eine WhatsApp. Ich werde weich. So, mal gucken. Da kann man eine Waffe... Ha, 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 ha. Nimm mal den. Ich meine, die können wir eh nicht gebrauchen, ja. Jetzt können wir vorne was drauf montieren. Ja, geil. Was kann man da noch hinsetzen? Warte mal eben. Jetzt bin ich größenwahnsinnig, ich weiß. Für Kanonen. Haben wir eine Kanone? Nee, das ist ein Maschinengewehr. Schrotflinte. Zusatz.
Okay, nehmen wir einen Zusatztank. Rauchwolke. Ich würde sagen, das sollte es mal gewesen sein vom Einkaufen her. Was sagt der Bruce zu uns? Hallo Reisender? Nein. Reparieren wir mal wieder. Fahren mal kurz raus. Und nein, ich möchte nicht das Ding mal queren. Jetzt haben wir zwei Kanonen. Wow. Gucken, wie funktioniert das denn jetzt? Einmal muss Space drücken, dann tut sich was. Okay. Cool. Jetzt haben wir nicht zwei Waffen. Dann würde ich mal sagen, ich mache jetzt eben Schluss. 20 Minuten sind rum und meine Mutter möchte irgendwas. Also, bis später. Ciao, ciao.